Herzlich willkommen zurück zu Per Aspera. Ich bin die Miri. Unsere kleine Kolonie, die wir in der ersten Folge dieses Let's Plays aufgebaut haben, erlebt gerade nicht nur einen, sondern gleich zwei Sandstürme, die sich ausgerechnet über unserer Kolonie überlappen. Wir haben aber auch wirklich Pech, muss ich sagen. Das führt aber auch natürlich dazu, dass unsere Solarkraftwerke im Moment nicht allzu gut funktionieren. Die liegen bei etwas mehr als 50% Effektivität. Deswegen sind wir mit unserer Strombilanz im Minus. Wir haben dummerweise gar nichts anderes als Solarfarm und deswegen würde ich jetzt einfach noch eine bauen. Einfach mal hier hinten hin. Dass wir wenigstens mal ins Plus kommen. So. Dr. Foster ruft an. Oh, I forgot to mention. We've announced the names of the first colonists that will be joining you on Mars. Interessant. The crew is selected from different nations within the OxyUN, though most are scientists and technicians. They're already undergoing ISA's colonist training program as we speak. They'll be led by Dr. Elia Valentine. She'll be a great commander. The colonists elected her unanimously. Okay, wir können es nach den Pflichten oder nach dem Hintergrund fragen. Ich finde die Pflichten, glaube ich, ein bisschen interessanter. That is interesting. Since OxyUN did not appoint a leader, I wondered why the colonies will operate in the opposite way. Oh, you're referring to the Act of Proclamation. You're right. All the participating nations and the United Nations of the West work together as an alliance. But the Mars colonies are fragile microcosms. You and Dr. Valentine will decide what's best in the day-to-day operations. You'll balance each other out, as well as enhance each other's strengths. Inwiefern? How will we balance each other? Your technology will develop alongside the colonies. They can't survive without your help, nor can you advance without theirs. It's a symbiotic relationship by design. Does that mean I'll have to obey their orders? No. You have your own autonomy too. No one owns you. Well, I mean, technically you belong to ISA, but you're your own person. You're a machine. You're a machine person, I guess. Machine person? Or person machine? Machine being? I don't know. You can coin a new term once you settle on who you are. I think I would like that, Dr. Foster. Deal? Great. You keep up the good work, and we'll talk again later. Mission Control out. Okay. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon mitten beim Thema dieser Folge, denn in dieser Folge soll es darum gehen, die Kolonie aufzubauen und die ersten Kolonisten hier auf den Mars zu bekommen. Wir sind immer noch mit der blöden Solarfarm da hinten beschäftigt. Das dauert alles wieder ewig lang, weil wir keine Elektronikteilchen haben oder nicht genug zumindest. Da ist jetzt gerade wieder eins unterwegs. Dann können wir, glaube ich, das erstmal wieder stoppen, die Priorisierung. So. Wir brauchen noch zwei Aluminium da hinten. Dann wird das Aluminium wieder zurückgebracht. Typisch, ey. Es geht jetzt die ganze Zeit hier hin und her. Ja, währenddessen lasst uns mal anschauen, was wir sonst so haben. Wir brauchen einen Eisbohrer, eine Nahrungsmittelfabrik, außerdem eine Kolonie. Das sind die Sachen, die wir jetzt direkt für unsere Kolonisten brauchen. Und der Raumhafen, mit dem sie hier ankommen können. So. Strom ist wieder im Plus. Perfekt. Dann können wir jetzt schon mal den Eisbohrer bauen. Die Nahrungsmittelfabriken benötigen Chemikalien und Eis. Da fragt man sich natürlich direkt, was die da eigentlich essen müssen, die armen Kolonisten. Weil Chemikalien und Eis hört sich jetzt nicht gerade wie die leckerste Kombination an. Nicht so besonders gesund. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Astronautennahrung ist, was die da essen müssen. Naja, das eigentliche Problem an der Sache ist auch, dass wir... Also es ist wahnsinnig weit auseinander. Wir haben hier die Chemikalien und da oben das Eis. Also noch viel weiter auseinander könnte das Ganze ja auch gar nicht mehr sein. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir die Nahrungsmittelproduktion vielleicht dort unten aufbauen. In der Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch mal ein bisschen Wasser finden oder so. Wenn wir vielleicht noch mal einen aerologischen Scanner bauen. Hier so. Dann werde ich wahrscheinlich die Elektronikfabrik gleich noch mal priorisieren dürfen, damit wir überhaupt genug dazu zusammenbekommen. Ja. Wie lange dauert das jetzt hier noch? Die Geräuschkulisse geht mir ein bisschen auf die Nerven. 2 Monate? Oh Gott. Ja.
In 2 Monaten ist es vorbei. Wir werden das uns einfach noch weiter beschleunigen. Dr. Foster called me a machine person, but I don't think I qualify as a person at any level. If I can only do what ISA allows me to do, what does that make me? Merely a machine? An object? Am I their property? Gewisse Leute würden das bestimmt so sehen. Aber es ist tatsächlich die Frage, in dem Moment, wo eine KI ein Bewusstsein entwickelt, kann sie ja eigentlich auch nicht mehr das Eigentum von irgendjemand sein. Das wäre ja sonst Sklaverei. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Oh, was sehen meine Augen? Wir haben hier Aluminium gefunden. Keine Wartung. Aber das würde uns so viel helfen, jetzt extra Aluminium zu haben. Das werde ich machen. So, das hätten wir auch fast geschafft. Dann können wir ja eigentlich hier mal die Priorisierung wieder aufheben. Damit das Alu hier in diese restlichen Gebäude reingeht. So, hier müsste jetzt ja auch ein bisschen mehr Alu entstehen. Wir haben jetzt doppelt so viel Aluminium wie vorher. Ja, die Arbeiter sind eigentlich auch noch ganz gut dabei. Das funktioniert. Energietechnisch sehen wir jetzt richtig gut aus, nachdem der Sandsturm endlich vorbei ist. Der nächste aerologische Scanner läuft. Tja, was das angeht, würde ich gerne so ein bisschen reihum gehen. Also ich würde gerne hier oben natürlich auch noch einen haben. But I can make decisions. I can freely choose what to do. Objects are owned. They don't get to choose. So I must be something else. I have my own will. Ein Staubteufel, der hier ganz in der Nähe unserer Kolonie unterwegs ist. Wehe, du gehst da jetzt durch. Ich sag's dir. Wenn du mir hier was kaputt machst. Ah, er hat sich's anders überlegt. Sehr gut. Hat sich beeindrucken lassen von mir. Okay, ich sehe, die Nahrungsmittelfabrik läuft. Wir haben auch schon die ersten Nahrungsmittel. Das bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt etwas mehr Chemikalien benötigen. Ja, Wasser ist noch okay. Aber wir könnten vielleicht tatsächlich schon die erste Kolonie mal errichten. Wenn ich die genau dazwischen packe, wäre es genau auf einer Linie zwischen den Nahrungsmitteln und dem Wasser. Das wäre ja ziemlich perfekt. Und dann vielleicht noch eine Relaisstation in die Nähe. Wenn wir das hier so als Dreieck hinbekämen, wäre es perfekt. So. Die kann sich dann vor allem um die Kolonie da hinten kümmern. Ich hoffe, das macht sie auch. Gut, Kolonie ist im Bau. Das nächste wäre dann der Raumhafen noch. Was haben wir denn hier noch? Achso, die Geschichte mit dem Eisbohrer, klar. Der Raumhafen, meine Güte, der ist teuer. Da brauchen wir echt viele Ressourcen für, die ich alle noch nicht habe. Aber beim Eisen könnten wir allerdings auch schon wieder eine Mine mehr brauchen. The colony is ready. I will have company very soon. I feel quite anxious about this next part. I am not sure why. Naja, ich meine, es ist eine große Veränderung. Die ersten Kolonisten auf dem Mars. Nein, nicht die ersten überhaupt, aber in dieser Mission zumindest. Das ist ja schon was Besonderes. Ich mache jetzt einfach mal hier den Raumhafen hin. Oh, Dr. Foster ruft an. Hello, Amy. Dr. Foster here. How do you read? Over. This is Amy. There is some background static, but I read you. One of our tracking and data relay satellites got crippled. We'll be launching a new one after we identify the cause of the problem. But until we do, we will lose contact with you whenever Mars or the Sun passes between Earth and your satellite. Das ist ja großartig. Das sind die Zeiten, in der wir unbeobachtet sind. Das OAS-Protokoll erwähnen oder eine Theorie für die Fehlfunktion vorschlagen. Oh, das klingt doch gut, oder? It may be due to a malfunction in the satellite's electrical system. I will initiate the recording and backing offline protocol. To keep a record of my activities. Good. Good. Make sure to upload that to us once communications are restored. I hope to get the new satellite up and running very soon. I don't like the idea of not being able to reach you, Amy. Understood. Okay, Houston out. Amy out. Ja, hier ist Kolonie. Jetzt können wir uns auch mal aus der Nähe anschauen. So sieht die aus. Gibt hier eine Kuppel, ein bisschen
Lebenserhaltungssysteme drumherum. Hier ist auch so ein kleiner Zeppelin, mit dem die Kolonisten sich dann von A nach B bewegen können. Ja, und wenn wir sie gut versorgen mit Nahrung und Eis, nehme ich an, dann produzieren sie Forschungspunkte, mit denen wir Forschungsprojekte durchführen können. So zumindest der Plan. Aber bis dahin brauchen wir erstmal bis jemand hier ankommt. Ne? Also, wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ach, hier haben wir ein schönes Chemikalienvorkommen. Leider eine tiefe Ader, die können wir noch nicht anschließen. Also eine zusätzliche Mine wäre ja auch nicht verkehrt, oder? Weil dann würde das Stahlwerk mal ununterbrochen funktionieren. Das wäre, glaube ich, auch eine gute Idee. Dann vielleicht vorbildlich hier eine Relaisstation hinsetzen. Oder hier. Mal überlegen. Oder hier oder dort. Ach, ich muss mal hier hin. Ja. Ach, der ist hier ja auch noch am Bauen. Dem aerologischen Scanner. Überall brauchen wir Elektronik. Ich muss das wieder fokussieren hier. Jetzt kommen wir hier auf keinen grünen Zweig. Also ich bräuchte dringend auch mal ein bisschen Silizium. Ja, ich werde die, glaube ich, bauen. I am the one who controls the fate of Mars. The planet's surface has already changed as a result of my decisions. Is that enough to prove that I have will? Naja, die Veränderung auf dem Planeten vielleicht nicht unbedingt, weil das macht sie ja auf Wunsch der ISA. Vergleich mit Meteoritenkratern, perfekt. No. Look at all these craters. Meteors created them. Merely changing the planet's surface isn't evidence of having will. I have to come up with different proof. Perfekt, Leute. Hier hinten ist ein Eisbohrer. Kein Eisbohrer, sondern ein Eisvorkommen. Das wäre ziemlich cool, weil wir dann eine Quelle haben, die recht nah hier dran ist. Hat allerdings keine Energie da draußen. Also müsste ich jetzt erst hier eine Solarfarm errichten. Dann den Eisbohrer. Wartung gibt es da unten natürlich auch nicht. Hier wären nochmal Chemikalien. Wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Allerdings wäre es schöner, wenn die hier unten wären. The aerological scanner detected an uncharted structure close by. Uh-huh. It's probably a secret abandoned base. Or a mysterious Martian ruin. Though humans never found proof of life on Mars, or any other planet. Is it possible they have the entire cosmos to themselves? Also beim ganzen Kosmos wäre ich mir jetzt nicht so sicher, aber im Sonnensystem, denke ich, gibt es nicht allzu viele Orte, an denen Leben entstehen kann. In all of human history. They have found nothing to suggest otherwise. Yet it seems unlikely that they do. No, it must be an unmapped structure from a previous mission. That is the easiest explanation. I will investigate it to confirm. Ja, und die einfachste Erklärung ist oft die richtige. Ja, wir haben ja eine verlassene Einrichtung gefunden, von der wir bisher nichts wussten. Die wollen wir natürlich erkunden. Dafür gibt es diese schönen Forschungsaußenposten. Muss mal gucken. Ja, wir haben das tatsächlich schon gescannt. Wartung haben wir da oben natürlich auch wieder nicht. Das ist typisch. Unfortunately, my workers cannot explore buildings. I will need the colonists' help for this task. I should finish getting the initial base ready for the colonists first. Though I can build a research outpost here to prepare. That will give the scientists a place to stay while they analyze the structure. Once they get to Mars, of course. Natürlich. Der Forschungsaußenposten dient ebenso als Unterkunft wie die normalen Kolonien. Nur, dass man hier noch so einen kleinen Bonus bekommt, ein bisschen Geschichte. Das ist im Grunde genau dasselbe, was wir hier auch sehen. Hier sind ja diverse Is über den Planeten verteilt. Na, so ein Perseverance Rover, ein Landemodul, Roboterbasis, noch ein Landemodul. Da gibt es verschiedene. Hier haben wir zum Beispiel auch nochmal ein Landemodul. Das sind Sachen von früheren Missionen, die sich ja hier so befinden. Das sind die, von denen wir wissen, sozusagen. Aber es ist natürlich durchaus möglich, dass wir nicht von allen was wissen. So, also deswegen bauen wir jetzt hier noch einen Forschungsaußenposten. Der ist nicht allzu teuer, wie ihr seht. Hier hinten wäre auch nochmal ein bisschen Silizium.
Hier wäre auch nochmal Silizium. Das muss ich mir langsam mal überlegen, wo ich denn die nächste Wartungsanlage hinstellen möchte. Wenn ich die so hinstelle, wären die alle hier mit drin. Hat zwar hier hinten keine Energie, aber dafür können wir ja sorgen. Das wäre nicht verkehrt. Wie bauen wir das dahin? Wie weit sind wir hier? Es fehlen noch einige Teile. Ich glaube, wir können mal hier. Maybe it is because the colonists will scrutinize everything that I do once they arrive. How will they treat me? Amy ist wieder besorgt wegen der neuen Kolonisten, wie ein weiteres Zahnrad in der Maschine oder wie einer von ihnen. Naja, also ich glaube, so zynisch ist Amy jetzt nicht. Ich würde sagen, wir sind erstmal positiv. I have nothing to worry about. The colonists are all advanced scientists and technicians. Once they meet me, they will treat me as an individual. Life on Mars will be very harsh for them. I will supply them with food and water, and they will help me research new technology. It will be a perfect quid pro quo. As long as they have the resources they need, we will both succeed. Ja. Ich denke auch, die sind ja auch entsprechend trainiert. Ich glaube nicht, dass die das denken, sie könnten eine KI von meinem Status einfach so behandeln. Hier bräuchten wir einfach auch mal Teile. Wir brauchen 4 Teile hier hinten noch. Ich glaube, ich werde jetzt mal die Teile hier fokussieren, damit wir endlich diesen Raumhafen fertig gebaut bekommen. Alles andere ist ja erstmal zweitrangig. So, Energie haben wir hier hinten schon mal. Okay. Ja, ich denke, es reicht jetzt mit der Priorisierung. Wir haben dann gleich 10 Teile. Humanity created me. They gave me volition and consciousness for a reason. But I am an artificial consciousness. So can I say that my volition is real? Das ist jetzt die Frage. Gibt es irgendwie einen unechten Willen? Gibt es irgendwie eine Unterscheidung zwischen dem unechten und einem echten Willen? There is no practical difference between real and artificial volition. All volition is an act of one's will. There is no provable distinction. So ist es. Hier wären auch nochmal Chemikalien in der Ecke. So, jetzt noch 2 Stahl hier runter. Und dann bin ich glücklich. Okay, der Raumhafen ist fertig. Glückwunsch, der erste Raumhafen ist einsatzbereit. Zoome heraus, um die Orbitalsicht zu aktivieren und die Raumhäfen und Spezialprojekte zu verwalten. Es gibt zahlreiche Spezialprojekte in deinem Technologiebaum. Setze die Forschungspunkte der Kolonisten ein, um diese fantastischen Technologien zu erforschen und weise sie den verfügbaren Raumhäfen zu. Du solltest berücksichtigen, dass abhängig von der aktuellen Phase viele dieser Projekte der Schlüssel zu einem erfolgreichen Terraforming des Mars sind. Du findest ihre Beschreibungen in der Wissensdatenbank. Folge weiter dem Plan und terraforme den Mars. Na sicher. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir können noch ein bisschen weiter rauszoomen. Sehen hier die beiden Monde, Phobos und Deimos. Und der Raumhafen ist fertig. So sieht das gute Stück jetzt aus. Ja, Dr. Foster ruft wieder an. Hello, Amy. This is Houston. How are you doing over there? Großartig. We've received word that the spaceport's completed. Well done. I have your next procedure if you're ready to copy. Roger. I am ready to copy. Very good. The instructions are as follows. First, confirm that the spaceport is ready to receive colonists. Then, zoom out to access the special projects menu or select the orbital view icon. Then you'll see that the colonist migration project is now available. Click Add to initiate the project. Do you copy that procedure? Natürlich. Yes, I copied your instructions. Great. As long as you have the migration project assigned to a spaceport, shuttles will run between Earth and Mars. The more spaceports you have assigned to this project, the more colonists will arrive. Now, Amy, you are responsible for providing the resources they need. So make sure they have enough food, water, and habitats to survive. I will take good care of them, Dr. Foster. Roger that. Houston out. Okay. Die Kolonistenmigration kann beginnen. Wir werden hier das hinzufügen. Also wir sehen hier die Spezialprojekte. Und hier unten könnten wir jetzt, wenn wir mehrere hätten, den richtigen Raumhafen auswählen. All right. Ich füge das jetzt hinzu. The first colonists are on their way to Mars. All that is left to do is wait for their arrival. Genau. Once they get here,
There will be no turning back. This is it. Jetzt geht's. How do I feel about that? Wie fühlen wir uns darüber? Aufgeregt? Überwältigt? Ach, überwältigt. Meeting them will be overwhelming. The only human I have interacted with is Dr. Foster. And even then, he has been a distant, occasional voice. Soon I will be face to face with the colonists. We will have to trust each other for everything. Ja, so ist es. Also, die Rakete befindet sich derzeit noch auf der Erde, 5 Monate, dann ist sie 7 Monate auf dem Weg zu uns. Dann befindet sie sich 5 Monate auf dem Mars, dann ist sie 7 Monate wieder zurück zur Erde unterwegs und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Ich weiß nicht, ob das jetzt realistisch ist, dass es so gut getimt ist, aber auf jeden Fall können wir damit rechnen, dass wir einmal im Marsjahr, wir haben ja 24 Monate, übrigens ist gerade Winter, dass wir quasi einmal im Marsjahr hier einen Shuttle bekommen. So. Während wir auf die Kolonisten warten, würde ich vorschlagen, dass wir hier einfach mal ein bisschen gucken, was wir, was die Ressourcen angeht, vielleicht nochmal ausbauen können, damit das hier alles flüssig funktioniert. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir sonst zu wenig Eis oder so hätten. Aber immer mit dem Punkt, dass wir haben ein Gebäudelimit von 50 derzeit. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu nah rankommen, weil wir brauchen ja vielleicht auch noch das ein oder andere wichtige Gebäude. Deswegen müssen wir jetzt langsam gut aufpassen. Wir sind nämlich schon bei 37. Okay, also wir haben das Aluminium ja schon ein bisschen ausgebaut. Man könnte noch ein bisschen mehr haben, aber es ist im Moment nicht allzu dringend, weil es hat sich ganz gut aufgebaut. Silizium könnte man auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was brauchen. Hier wäre noch mal was. Eisen sieht derzeit gut aus. Kohlenstoff könnte man ein bisschen mehr was brauchen, aber wir haben ja hier auch eine Möglichkeit direkt, die sehr komfortabel für uns ist. Kommen wir da ran? Na, ist natürlich wieder außerhalb des Wartungsbereichs, ist klar. Ja, hier das übrigens. Diese Aluminiummine ist schon voll. Das interne Lager ist überfüllt und deswegen produziert er nicht mehr weiter. Da bräuchte man also mal einen, der das abholt. Wäre natürlich toll, wenn diese Relaisstation mal funktionieren würde. Dazu bräuchten wir hier Teile. Aber wir haben mittlerweile auch alle 4 aerologischen Scanner, die ich mir gewünscht habe. Die werden jetzt hier den Bereich scannen. So, das sollte jetzt funktionieren. Chemikalien ist wirklich noch so ein Thema. Das hier unten fände ich gut. Befindet sich aber immer noch außerhalb der Reichweite. Humans will be living on Mars with me. But it won't be the first mission to house humans on this planet. The Stardust Emerald in 2142, the Red Prometheus in 2077, and many others. Ach so, wir sollen uns jetzt, eins von beiden können wir jetzt wahrscheinlich Informationen zu bekommen. Red Prometheus klingt doch interessant. The Red Prometheus base was one of the first attempts at an oligocracy on Mars. The idea was to sidestep human bias in establishing rules and let computer algorithms govern the crew. Long story short, it did not work. Mars was not made for human life. ISA was smart to send me ahead first. I will succeed where those other missions failed. Hoffen wir's mal. Noch ist nicht aller Tage Abend, bisher lebt ja noch keiner hier. Das kann alles noch nach hinten losgehen, meine liebe Amy. Das sieht soweit auch alles gut aus hier hinten. Ja, also Chemikalien könnten wir noch etwas mehr brauchen, aber da sind wir ja auch schon dran. Könnte trotzdem noch etwas mehr sein. Und Silizium. Das sind so die dringendsten Sachen. Wenn ich hier hinten hingehen würde, da hätte ich auch noch einige Ressourcen. Ich weiß nur nicht, wie weit wir schon sind mit Scannen. Das würde schon gehen, denke ich. Also man könnte hier eine Relaisstation hinsetzen, damit wir da überhaupt rankommen. Dann eine Wartungsanlage. Die hat natürlich keine Energie hier hinten. Müsste man dann auch noch dazwischen setzen irgendwie. Vielleicht besser so. Und dann hier einmal Silizium später. Das sind jetzt schon 44 von 50 Gebäuden, also das geht schneller als man denkt, dass man hier auf einmal die Gebäude voll hat.
So, wir beschleunigen etwas weiter. Mal gucken, was das nächste ist, was er hier fertig baut. Und wann er mal anfängt, mir die restlichen Arbeiter hier zu bescheren, wäre auch noch interessant. Jetzt müsste nur einfach mal ein Elektroteilchen hier unten ankommen. Die sind nämlich ganz schön überlastet mittlerweile, was mich überhaupt nicht wundert. Discovering that abandoned structure has got me thinking. I can use my scanners to detect them, or my drones to repair them, but only humans can fully explore them. Most of them are remnants from past missions. But now, I realize that ISA's database may be incomplete. Their data is limited, which means my knowledge is also limited. Mhm. So ist es. Okay, wir brauchen hier schon wieder mehr Energie. Wir könnten uns in diese Richtung ein bisschen weiterschlagen, weil wir hier schon wieder ziemlich am Rand sind. Ah, hier werden endlich Arbeiter produziert. Das ist wohl auch echt höchste Zeit. Wie viel brauche ich denn noch? Ich habe ja 1, 2. Eine ist gerade in der Mache von den Arbeiterdrohnen. Danach nochmal eine. Ist aber vielleicht nicht mehr ganz so dringend. I can change how I perceive time in my mind. I can accelerate it or slow it down. It's just a hack on my visual sensor system, of course. But makes me wonder how real is my perception. Das finde ich witzig, wie sie jetzt hier die Geschwindigkeitsbeschleunigung hier eingebaut haben. Aber jetzt sind wir mit dem Strom knapp über dem, was wir brauchen. Aber wirklich ganz knapp. Ich bin froh, dass wir hier nochmal eine Solarfarm bauen. Hier ist übrigens noch mehr Silizium, aber wir nehmen jetzt erstmal das hier. Das war ja geplant. 46 von 50 Gebäuden. Wahnsinn. Sind sie gerade angekommen? Nee. Hä? Nee, sind immer noch auf dem Weg zum Mars. Warum sind wir denn jetzt auf einmal so langsam geworden? Habe ich das gemacht, versehentlich? I was led to believe that my perception was perfect. But maybe it is, in actuality, biased. There is a difference between what I know and what the reality is. If my perception is only a fragment of the truth, can I trust my understanding of reality? Naja, teilweise nicht vollständig, geht doch irgendwie auf das Gleiche raus, oder? Not entirely. I must accept that there will always be subjectivity, even with a system as advanced as mine. And complete and perfect understanding is not possible. Reality has many layers. I understand that now. Ja, ist eigentlich ein interessanter Gedanke, dass selbst so eine KI, die ja nicht durch unsere menschliche Einfärbung geprägt ist, dass die trotzdem subjektiv ist, weil sie eben auch nicht alles weiß. Das ist doch interessant, oder? Also so viele Gedanken, über die ich mir noch nie... Also ich habe mir da noch nie wirklich groß Gedanken drüber gemacht. Oha, und da sind sie. Die ersten Kolonisten kommen an. Kolonistenankunft. Glückwunsch, die ersten Kolonisten sind eingetroffen. Versorge sie mit ausreichend Wasser, Nahrung und Unterkünften, damit sie auf dem Mars überleben. Die Kolonisten haben die Pflicht, dieses Projekt mit ihrem technischen Wissen zu unterstützen. Wenn sie zufrieden sind, können sie sich auf ihre Forschungsprojekte konzentrieren und die Technologien voranbringen, die für die Erfüllung der Mission notwendig sind. Kolonisten migrieren intern mit speziellen Luftschiffen zu den effizientesten Kolonien und Forschungslaboren, und sollte ihnen der Hungertod drohen, werden sie vielleicht lieber zur Erde zurückkehren. Du solltest außerdem bedenken, dass die Zahl der Kolonisten hin und wieder auf natürliche Weise steigt und wieder sinkt, da manche von ihnen Kinder kriegen oder friedlich sterben. Folge weiter dem Plan und terraforme den Mars. Na, hoffentlich sterben sie alle nur friedlich. Das wäre ja krass, der erste Mord auf dem Mars oder so. Ja, dadurch, dass sie jetzt da sind, können wir zum ersten Mal was erforschen. Wir haben 3 verschiedene Technologiebäume. Ingenieurwissenschaft, Weltraum und Biotech. Ingenieurwissenschaft konzentriert sich auf alles, was irgendwie ja, mit Ingenieurswesen zu tun hat. Also die Produktionsgebäude, dass die effektiver werden, Infrastruktur, Energieerzeugung, lauter solche Sachen. Weltraum ist
naja, sind viel von diesen Spezialprojekten für den Raumhafen. Hier sehen wir zum Beispiel die Weltraumspiegelanlage oder Methan-Asteroiden und solche Sachen. Also das hat mehr mit der Atmosphäre, sag ich mal, zu tun. Und Biotech, kann man sich vielleicht schon denken, da geht es natürlich um biologische Themen, zum Beispiel Wasserversorgung oder Pflanzen, Treibhausgase, Sauerstoff, ganz verschiedene Sachen. Ja, diese Technologiebäume sind in sich auch nochmal geteilt in verschiedene Technologiestufen. Auf der ersten Stufe sind die noch relativ günstig, die Forschungsprojekte, aber ihr seht, die werden immer teurer. Es gibt insgesamt 7 Stufen. Das ist die 7. Und ja, fürs Erste würde ich gerne hier die Ingenieurwissenschaft 1 direkt erforschen, weil uns das Gebäudelimit dadurch erhöht wird auf plus 100, also dann haben wir 150 statt nur 50. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. So, hier ist eins von diesen speziellen Luftschiffen, mit denen die migrieren können. Wir sehen es auch, hier sind die Kolonisten drin. Solange jetzt keiner von denen in den Kolonien ist, wird natürlich auch nichts produziert. Das ist klar, glaube ich. Insofern müssen wir da jetzt kurz abwarten, bis die dort drüben sind. Und ich würde aber sagen, das ist so ein schöner Moment, um jetzt mal eine Pause zu machen, dass ich mich für diese Folge hier verabschieden würde und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.